Moin, Tag und Hallöchen, zurück hier bei Dragon's Dogma. Haha, mal was anderes als Hallo und herzlich willkommen. Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt noch im Grabenbruch. Ich versuche mich hier zu beeilen. Also ich merke, die Kammern ähneln sich alle sehr. Aber dennoch müssen sie ja irgendwie gemacht werden. Und wir stehen jetzt hier vor der Wehklage. Und da gehen wir jetzt rein. Immerhin gibt es hier immer echt irgendwie einzigartige Bosse. Also hier kann man durchaus seine Herausforderungen finden. Also wir sind jetzt leider nur auch schon ein bisschen stark. Also es geht also. Okay. Okay, das ist jetzt aber die Kammer. Also mein Spiel, ich habe es vorhin in der zweiten Aufnahme, habe ich es auf offline gestellt, in der zweiten Folge von heute. Also von der Aufnahmesession. Oh. Na, das könnte was werden. Oh ja, ihr seht schon, das ist ein bisschen was anderes. Oh, wie das aussieht. Hier müsste der Urdrache sein. Der ist in etwa so ähnlich, ihr werdet es gleich sehen, wie Gregory. Dort hinten ist die Tafel. Seht mal, wenn man den online bekämpft, dann kämpfen ja wirklich alle Spieler gemeinsam. Und du hast diese Lebensanzeige, die ist so richtig riesig und fett und du ziehst einfach nichts ab. Nichts, nada. Du hast 8 Minuten Zeit und machst so oder versuchst so viel wie möglich Schaden zu machen. Ich habe jetzt das Spiel auf offline, das heißt, wir werden den für uns bekämpfen. Der ist ja natürlich nicht so stark, ist ja klar. Also... Heftig, ich habe noch nie gegen den gekämpft. Ist das eine schöne Arena? Ich hoffe, er erscheint für uns. Wow. Wie das auch aussieht mit dem Feuer. Ah, das tut mir auch nichts. Oh, das sind böse Vasallen. Aua. Stimmt, ich glaube, man muss erstmal 3 Vasallen erschlagen. Kann das sein? Ich erinnere mich. Ah, das Portal da hinten ist auch relativ offen. Ich glaube, da kommt er dann raus, oder? Ja, schaut mal. Very well, Arisen. Oh, ich bin aufgeregt. Wow! Das ist der Urdrache. Wo bist du? Ich weiß nicht. Oh Gott, bist du groß! How do we fight such a thing? Ja. How do we fight such a thing? Ich komme da nie ran. Das muss ich mit der Kanone machen. Alter, der hat blaues Feuer. Ich tippe mal auf Eis. Ah, und hier hat er auch eine angenehme Lebensanzeige. Na komm schon. Nein, du. Oh, immer so, ich hasse das. Immer so kurz vor dem Durchziehen. Oh Gott, machst du Damage. Die Knochen sind, die blühenden Stellen. Was für blühende Stellen? Oh Gott, schnell weg, 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 weg. Ivy ist tot. Ivy, total ungünstig gerade, total. Du hast was gegen Drachen gelernt? Ah, er hat da eine Stelle am Bein. Ich hab die gesehen. Danke, Enyu. Das hast mir jetzt... Ist das richtig, Enyu? Oh, ich ziehe ihm nicht wirklich viel ab, ne? Wahrscheinlich muss ich dahin, warte. Runter, runter, runter. Das ist ja total merkwürdig. Der hat kein Herz, der hat helle Stellen. Oh. Wo will die Enyu eigentlich hin? Oh, Pilze. Hier, das ist doch auch so eine leuchtende Stelle, oder? Oh, der hat schon was verloren. Faulige Sachen. Drachenschuppe, fauliges Ambrosium. Ihhh, furchtbar.
Also da oben. Ja, ich hänge noch dran, ne? Hast du nicht mit gerechnet? Shabbat, kommst du hier irgendwo hoch? Ja, das sieht gut aus. Na, eine Lebensanzeige ist schon weg. Ein Lebensbalken, come on. Ja. Oh, bitte sterbt jetzt da unten nicht. Ich sitze hier gerade so gut. Jetzt schon wieder was fallen lassen. Ja, was denn für ein Hart? Hast du ein Hart gesehen? Ich habe hier kein Hart gesehen. Diese fauligen, ich glaube, man muss ihm das ganze faulige Fleisch hier auch irgendwie. Fauliges. Eke, es hasst Licht. Das Heilige? Jolle, denn. Jolle, gib mir mal Leid. Ja, ja, gib her. Schneller. Schneller. Liebes Schatz. Ja, der Heart ist unprotected. Ich sehe da nichts auf der Brust. Da am Schwanz hat er auch so eine Stelle. Warte mal. Na, komm mal her. Kommst du mal her? Boah. Musste das sein? Ja, jetzt ist die ausgegangen, nur an der Stelle. Was ist das denn jetzt wieder? Sag mal, Ivy, wie viel willst du noch über Drachen lernen? Wo ist denn sein Kackherz? Auf dem Rücken? Was ist das da? Halt. Das hier? Oh, das sieht gut aus. Nein! Au! Ich hab ihn aufgepasst. Aua! Oh, das war saures. Das war richtig gutes. Jolle! Jolle, du könntest hier mal... Ja! Jolle, reich mal genau so eine Heilung rüber. Bitte sag mir, dass du eine Heilung durchführen kannst. Ich bin bekloppt hier. Der hat ja was am Kinn. Na, das war... Ja, ich will immer noch eine Heilung. Drache! Ich hab viel auf der Rundung. Gottes Willen, ist der auch groß, ne? Der ist wirklich... Heftig, der ist heftig. Der ist einfach nur heftig. So, jetzt bin ich am Bauch. Endlich habe ich es mal geschafft hier. Na, so wirklich was bringen tut das hier nicht, ne? Ja, das bringen wir jetzt am Arm. Diese ekelhaften Eiter-Bubbles hier. Was ist das für ein Zauber? Okay, das am Arm ist weg. Lass los, Shepard. Lass los. Autsch. Euch geht's aber, glaube ich, noch ganz gut, ne? Komm, wir. It begins? Wie? Ich dachte, wir sind schon hart dabei. Attack when it reels. Quickly, the heart is unprotected. Jemand mit einem Attack the Heart. Ich kenne hier kein Herz. Es ist hier alles schwammelig. schnell mitgenommen. Hier, das Knie ist auch schon halb gedamaged. Das ist alles faulig. Der Drache besteht aus absoluter Fäulnis. Schöne Ding, du. Oh, nee. Nee.
here immortalized in stone. Scheiße! Gib mir mal das Patschehändchen! The dragon's flesh is brought from the heart of a risen. Ist gemacht aus den Herzen? Attack the heart! Wie, pfui! Ich. Wieso? Und wieso mache ich denn die Herzen kaputt? Nee, nee, nee! Oh nee, hör mal auf zu wedeln! Ja! Direkt erwischt! Lass los, Shepard! Loslassen! Ist das jetzt hier The Heart? Ich weiß es ja nicht. The dragon's flesh is wrought from the heart of a risen. Der hat das schon wieder. Den lässt aber 1000 Drachenschuppen fallen, ne? Das ist ja prima. Lass mich mal ran, der Drache. Its bones are immune to attacks. Faulig, faulig. Pfui, aber gut. Faulig, pfui, aber gut. Schaut mal, wir nehmen den richtig auseinander. Der ist. Der verrottet. Strike where the beast glows. I'll scale it and strike from above. WTF, was hat das denn für eine Attacke? Da ist sein Herz! Tatsache, ich seh's jetzt. Das ist wie schon wieder so ein Arisen Heart. Ich treffe den nicht richtig. Oh, nee, nicht schon wieder so eine Leitpisse hier. Und wer ist tot? Was? Wo ist er denn? Nein, er ist gegangen. Oh Mann, nö, ehrlich. Haut er wirklich ab? Enttäuschend. Das ist ja voll enttäuschend. Aber wie heftig der gemacht ist. Oder gemacht wurde. I'll heal your wounds. Er ist echt abgehauen. Hat man hier auch nur eine bestimmte Zeit? Oh Mann. Wir waren so gut dabei. Das lief so flutschig. Im wahrsten Sinne, der war ja nur wirklich, der zertriefte und zerlief ja einen in den Fingern. Oh, Mann. Schade. Dann werde ich den aber auf jeden Fall nochmal probieren. Und wenn ich den so weit habe, dass er fällt oder was, schalte ich euch definitiv nochmal dazu. Also das... Was? Eine leere Flasche? In der Kiste? Das ist totale Verarsche. Der ist echt weg, ne? Oh Mann. Ja, Jorle ist gut bemüht, ich jetzt nicht. Die paar Pünktchen. Wir gucken uns mal die Tafel gleich an. Das ist dann halt aber online. Wenn die überhaupt da steht. Ist ja auch interessant, mal zu wissen. Was ist das? Das ist ja jetzt richtig schade. Ich meine, der hat super Ingredienzen gegeben. Immer wieder. Flüssiger Elan. Aber dass der jetzt wirklich ganz weg ist. Oh. Hier gibt's Geld. Aber ich meine, stark genug sind wir eigentlich. Vielleicht muss ich mich doch beeilen. Oder ich darf, muss dann wirklich aufs Herz gehen. Aber ich kann auch echt bei dem nicht sehen, wo da das Herz sein soll. Das ist ja dann doch schon ein bisschen wirr. Also dieser Drache zerläuft einem ja wirklich zwischen die Finger. Und das sind ja alles Arisen-Herzen, die da dran kleben. Gift, naja. Gut, dann schauen wir uns mal diese Tafel an. Es existieren keine bestenlisten Daten. Das ist dann halt wirklich für online. Golderz. Das heißt, ich muss jetzt wieder ganz normal raus? Das ist so schade. Ja, der Grabenbruch. Leute, ich werde mal, jetzt gleich wieder da reingehen. Also, bevor ich die Kammer wieder nicht finde,
gehe ich da mal rein und ich mache da mal hier einen Schnitt, falls, also wenn der jetzt tatsächlich da sein sollte. Ich gucke jetzt nochmal, komm, wir gehen nochmal gemeinsam gucken. Wäre jetzt echt schade, wenn der weg wäre. Ups, war da, nee, es war keine Kiste. Okay, nochmal runter. Der kommt wahrscheinlich nicht mehr wieder. Oh. Keine komischen Vasallen, die wir hier erschlagen müssen. Der ist jetzt erstmal weg. So ein Dreck. Eddie, das ist scheiße. Oh Mann. Ich ärgere mich total. Ich hätte den jetzt gerne umgelegt. Muss ich vielleicht irgendwann später nochmal herkommen. Aber ich werde den auf jeden Fall, werde ich den im Kopf behalten. Komm, wir nehmen mal hier so ein bisschen Quellwasser. Und ich schreibe mir mal auf Wehklage, da ist der Drache drinne. Drache eingerahmt. Ich werde die Kammer nie wiederfinden. Mann, das ist schade. Na gut, was soll's. Komm, ich reiche nochmal was rüber. Er sieht mal, wie viel der gegeben hat, ne? Hammer. Drachenfittiche. Golderz. Wunderbar. Ganz toll. Na gut. Wollen wir. Oh, die da hinten sieht auch gut aus. Oh, ja. Genau die, meine ich. Das war ja ein guter Sprung. Mal gucken, was das für eine ist. Das ist die... Das Schicksal. Das haben wir schon. Ich guck nochmal. Schicksal. Hm? Für Schicksal haben wir fast eine ganze Folge gebraucht. Oh, oh, das sieht gut aus. Was? Irgendwas habe ich erwischt? We stand at the trunk of all the branching worlds. Aber was für eine schöne Musik hier unten. Entfremdung, warte mal. Haben wir schon. Haben wir. Stimmt, die da drüben, die haben wir nicht. Aber die werde ich schon wieder in diesem Durchrun nicht erwischen. Komm, wir nehmen mal dich hier. Wenn ihr halt durchfliegt, dann kommt ihr oben wieder raus bei Grand Sorin und fliegt einfach wieder durch, ne? Also, das ist nicht, dass ihr euch wundert. Also, ihr kommt oben... Also, es gibt hier keinen Boden. Wenn ihr es so möchtet. Es gibt keinen Boden. Der Hoffnung. Oh, das klingt gut. Ja, die brauche ich jetzt auch. So, das ist die 11. Kammer. 11. Hoffnung. Jolle. Ach, du heilst. Wow. Oh, voll anzitzelt. Undead. Damit können wir doch leben. Das sind alles Explodierfuzzis, ne? Hier bleiben. Wahrscheinlich muss man nur einen hier antitschen. Pass auf, dann explodiert der erste. Der macht Boom. Der zweite. Wir haben Hunde. Die sind auch explodiert. Okay, ist jetzt ein bisschen doof mit Feuer, aber das ist okay. Huh. Oh, starklattig. Na, davon nehme ich doch gerne was. Lazarus. Aasfresserfilet. Oh, das nehmen wir auch mal mit. Noch mehr. What's that? Läuterungstränke. Habt ihr noch mehr? Da unten ist noch was. Noch mehr Aasfresser. Ist leider nicht zum Einnehmen. Ist was zum Kombinieren oder verkraften. So rum. Und wir haben da die Tür, die auf ist. Was ist mit den Nebengängen diesmal? Da ist zu. Und da auch. Also klare Sache. Na dann ab rein geht's da. Und ich werde mal was trinken. Ich bin mal so frech.
ein bisschen jault. A Gorkmira? We've no choice. I'll support you. Natürlich haben wir eine the choice. Au. I'll hold the serpent still. Jetzt sollten wir nicht in dem Kreis stehen. Ups, ich nehme mal Eis oder so. Ja, machen wir mal Eis. Oh nein, nein, ich will noch durchziehen. Bitte lass mich... Ja. Albakus, raus hier. Vielleicht mache ich auch erstmal diese Zauberfuzzis. Warte mal. Ja. Und die ja auch, bitte. Aua. Oh. Ja, oh Mann! Komm, Junge, ich muss da erstmal raus aus dem einen. Ey, sag mal, wie viele seid ihr denn? Okay, dem kann ich gar nicht ausweichen. Die ganze Treppe runter, nur Magier. Oh nein, ich hab dieses Bound. Ich komme. Leute, ich werde euch retten. Das vergessen, Arcano, nehme ich mit. Habt ihr die Schreckenschimäre schon? Nö, ne? Ja, ne, mach mal was. Nicht heilen. Nimm mir das Bound. Na, ganz klasse. Lazarus Schein. Komplette. Aua. Immer dieses Geschaukel. Die Snake ist mir sowas von wurscht. Die Siege ist tot. Hauptsache, die Siege ist tot. Ivy, was du nicht alles schon gelernt hast jetzt bei mir. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das Feuer, ja. Boah, das Mundgeruch, du. Tod. Enyu ist gut. Komm, lass mal das arme Tier jetzt in Ruhe. Hold on, I'll be here. I go. Just being at your side. Ich bin schon wieder schwer, ne? Das ist doch. Das ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Oh, Bob. 5-mal Aasfresser. Wir kriegen doch relativ viel Zeug, ne? Ich gebe jetzt auch noch mal ein paar Steinchen ab, glaube ich, ne? Wo sind die? Da. Na, 5 Stück haben wir schon wieder. Andrew. Ja, ich gebe dir mal 4. Da bin ich mittel. Das ist okay. Was ist schon wieder mit Shame und Schande? Ivy. Wer schubst denn Leute runter? Und sagt denn, Obermann, was rennst du auch so? Ja, das macht die Ivy. I wonder what's inside. Steht denn auch so in ihrem Dating-Profil online? Schubst gerne Omis. Hab ich's doch gewusst. Lazarus Steinsplitter. Und dann haben wir wieder einen. Ah, ich hab's gerade gesehen. Dann hat er sich zum Lazarus Stein gemacht. Ah, alles klar. Das muss man auch erstmal wissen. Saugfähiger Lappen. Mhm. Aus dem Weg, Kinders. Oh, natürlich. Jetzt finde ich den sinnlichen Parero. Der hat mich sonst 2 Millionen gekostet mit dem Aufwerten für Jorle und die Haube halt. Ja, kann man auch mal so machen. Ich kaufe echt nichts mehr, ne? Ich kaufe nichts mehr. Wo muss ich denn hin? Leute, das sieht ja alles immer das gleiche aus. Karte. Wir... Ah, es ist eine Sackgasse. Wir können nur unten lang. Okay. Wir waren jetzt noch nicht da. Da hinten waren wir noch nicht. Oh, gleich 3 Kisten. Ihr seid ja richtig gnädig.
Juwel der Vergiftung und... This looks interesting. Das ist gut. Und natürlich noch mehr Krams. Nichts, nichts, was mich angreift? Finde ich gut. Naja, immerhin kriegen wir hier ein bisschen Geld, ne? Obwohl ich gerade schon bei dem einen da so ein bisschen die Rohstoffe mitgenommen habe. Aber hey, das ist okay. Ich habe auch noch so ein paar Quests zu erledigen. Ja, müsste demnächst auch noch mal ein bisschen Geld rankommen. Also ich hoffe es. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Das lassen wir. Da brauchen wir gar nicht lang. Hier ist unten ist noch. Ja, ja. Und die ist zu. Aber zwei Kisten. Also langsam nährt sich das mit den Kammern. Da hat so Steinsplitter noch. Das waren jetzt... Okay, wir haben schon 11 Stück, also noch 4 insgesamt. Und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir schon fast quasi durch mit dem Hauptteil. Also so viel kann ich euch schon mal verraten. Also mit dem Hauptteil des Spiels. Wir werden dann aber natürlich noch nach Finstergarm zurückkehren. Das ist ja nur logisch. Okay, ich will nach Hause, Leute. Wo muss ich denn hin? Da, vorne, 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 vorne rechts, vorne rechts. Schnell, purzel da durch, Shepard. Die Kammer der Hoffnung. Das klingt so schön, ne? Oh, noch. Die habe ich ja fast übersehen. Balsam Rauchwerk. Das ist in Ordnung. Für die ganze Gruppe Gesundheit. Und da ist auch noch eine. Auch übersehen. Jade, jade. Mhm. Und wieder ein Lazarusstein gebastelt. Die formen sich wirklich magnetisch in der Tasche zusammen. Dass das mal nicht mal irgendwo kleppen bleibt. Au. So, dann heißt es jetzt fliegen. Wieder eine Runde. Juhu! Oh, ich glaube, wir sind unten angekommen. Schaut mal. Jetzt seht ihr mal gleich. Wir fliegen einfach durch. Da, 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 da. Und das war Gwen Soren von oben. Was ist denn hier mit der ersten? Ist das jetzt die Wirrnis? Ich weiß nicht mehr, welche wir hatten und welche nicht. Oh, ach, das ist hier. Hallo. Ja, Quinz, du kriegst deine Steine noch nicht. Definitiv. Nord. Die haben wir, glaube ich. Ich nehme dich. Einfach mal so aus Jux und Dollerei. Ich hoffe, dich kennen wir noch nicht. Wir haben relativ gut den... Countless worlds unten, die kann man, glaube ich. Bound to this place. Oh. Besorgnis? Nee, warte mal, die haben wir, glaube ich, nicht. Doch, die haben wir schon. Na, scheiße. Juhu! Ich nehme dich da unten. Oh, du bist relativ groß. Und die bin ich bestimmt schon angelandet. Oh. Einfach mal Sachen wegschubsen, ist auch gut. Drangsal. Ja, dich haben wir. Und tschüss. Boah, was ist mit der? Die habe ich. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hoffnung. Ja. Die verlässt mich gleich, die Hoffnung. Das heißt, es ist die letzte. Hoffnung. Die letzte. Aber man kann so schön fliegen, ne? Warte mal, dann bleibe ich jetzt mal weiter. Das ist die erste, wo sie ist. Was? Nein, du bist Besorgnis, oder? Ich glaube, ich habe gerade schon die gleiche erwischt. It is a gate. A nexus linking all the worlds.
Abwesenheit. Nein, aber dich haben wir auch schon. Und wieder. Tschüss. Halt. Ja, das war jetzt doof geflogen. Ich bin doof geflogen. Wenn wir die jetzt noch nicht kennen, dann machen wir mal Frühjahrsschuss hier. Hallo? Was bist denn du? Drangsal. Ja, das interessiert mich nicht. Wir gehen jetzt. Ihr Lieben, ich mach da mal Schluss. Ich werde uns mal eine Kammer raussuchen, die wir denn noch nicht hatten. Also wir haben jetzt, wie gesagt, 11. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn wir Glück haben. Also mit viel Glück schaffen wir 3 Kammern. Wenn wir ein bisschen überziehen, sage ich mal 4, dann haben wir es erledigt. Ich entscheide das mal spontan. Und dann geht's zurück nach Finstergarm. Jane. Hallo? Kerle, du verschwärst mir die Sicht. Ich sag mal Chin Chin mit Ö. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Dragon's Dogma. Zu den Grabenbruchkammern. Bis dann!